Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt Albion. Ja, wir sind hier jetzt im Keller. Ich weiß, das sind wir schon seit einer Weile. Es ist aber heute ein anderer Aufnahmetag. Und ich habe quasi gerade eben das Spiel gestartet und geguckt, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier im Keller und wir waren bei der Entscheidung, rot oder grün. Rot oder grün. Naja, ganz ehrlich muss ich sagen, ich will eigentlich zu den Gegnern. Und wir haben auch gerade gespeichert, weil ich habe ja gerade geladen. Also komm. Wie gedacht, das rote. Ich hätte es tatsächlich cool gefunden, wenn das eine Verarsche wäre und das rote das grüne geöffnet hätte und umgekehrt, sodass man, wenn man sagt, ich will aber nicht zu den Gegnern kommen. Naja, egal. Angriff. So, nein, nicht bewegen. So, jetzt wieder hier langsamer mit der Maus agieren. So, der ist schon mal weg, das war einfach. So, dann gehen wir jetzt her und Dornenschlingen hier den hier. Während die beiden die zwei angreifen. Weil ich kann ruhig. Tauben kann er ruhig angreifen, das ist nicht allzu schlimm. Aber der sollte dann nicht mehr weitermachen. So. Das wäre erledigt. Der ist also jetzt erstmal für den Rest des Kampfes ausgeschaltet. Weißt du was? Du kannst eigentlich doch auch einen Feuerball üben, indem du ihn auf ihn knallst. Und Sira, du kannst jetzt hier auch draufhauen. So. 7 Schaden ist. Es wird doch schon langsam. So, ja, du hast noch Magie. Also noch einen kleinen Feuerball. Der andere hat sich von uns alleine vorbewegt. Sehr schön. Dann können die beiden also hier gehen und nochmal drauf döngeln. So, zack, zack, zack. Ich habe vergessen. Und ja, ich weiß. Es sind immer nur 2 Lebenspunkte. So. Und jetzt einmal voll drauf. So, Runde starten. Bitteschön. Und jetzt kommen direkt die nächsten. So. Das heißt. Erstmal ganz normal. Ich bin etwas zu flott hier mit der Steuerung. So, Dölle. Die beiden machen erstmal ab. Wisst ihr was? Ihr macht hier die einzelnen Blatt. Ziel ist eigentlich, dass der Goldene, dass der Dreier irgendwo hinkommt und dort auch bleibt erstmal. So, dass Sira ihn einfangen kann. So, der Rest ist erstmal unwichtig. So. Und da hat er nämlich jetzt seinen Angriff. Er hat einmal getroffen. Schön. So, und jetzt trifft er gar nicht mehr. Sehr schön. So, und Meltas. Du gehst jetzt her und... Ach ja, genau, da muss ich doppelklicken. Antidot Verrücktheit. Nein, das ist falsch. Du trinkst einen blauen Trank. So. Und gehst her. Und wirfst weiter Feuerbälle auf diesen Freund hier. So, der Grüne macht sich hier hinten bereit. Der wird sich auch jetzt nochmal bewegen. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal. Der macht sich bereit, Meltas anzugreifen. Nehme ich an. So. 9 Schaden. Mit jedem Mal wird der Zauber etwas stärker. Genau. So, und jetzt kann Drea nämlich einfach hier rüberlaufen. Und zur Sicherheit geht Sira her. Und ja, ich weiß, dass es jetzt Lebenspunkte kostet. Bringt den einmal ein. So. Sehr schön. So. Die zwei greifen den an. Und Meltas bleibt bei seinem Feuerball. Um den zu trainieren. So, dann einmal hier drauf. Ja, dann kannst du eigentlich losgehen. Sehr schön. Und der Feuerball 10 Schaden. So, jetzt ist die Magie vorbei. Ich will jetzt nicht nochmal einen Trank nehmen. Also haut jetzt. Macht Tommy ihn platt. So, Drea hat ein Level up. Das ist so interessant. Der ist schon voll hochgelevelt. So, dann wird hier jetzt eigentlich auch ziemlich der nächste Gegner gleich kommen. Der wird hier einfach mal an der Wand festhängen oder sowas nehmen kann. Nee, tut er nicht. Okay, Leute, dann mache ich mal was anderes. Und zwar, ich gehe hier einfach gerade einmal wieder zurück.
wir mal, ob das schon reicht. Ja, ich möchte rasten, um die nicht Lebens, sondern eigentlich die Magiepunkte kostenlos aufzubessern. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Anschauen. Ach, Quatsch. Ach, anschauen geht auch. Ah. Oh. Gut, also wir haben hier Stiefel, die sie nicht tragen kann. 37 von 39 passt. Nee, die sind schwer, die sind sehr schwer überhaupt. Das hat er. Sind alle schon wieder in ihrer Kapazitätsgrenze. Das bestimmt haben die wieder, ja, die haben wieder diverse Wassereimer. Weißt du was? Tschüssi. Da nimmst du lieber den Rundschild und das Geld noch. Da haben wir mehr von. So, mal gucken, ist da ein Schalter in der Wand? Wir wissen ja mittlerweile, dass das dann so ein kleines gelbes Ding in der Mitte von der Wand ist. Nope, ist nicht. Dann würde ich sagen, speichern, und zwar wirklich speichern, nicht laden. Jawohl. Und zwar gucken wir dann, was sich hinter dem grünen Tor befindet. Das grüne Tor, was wir eben gewählt haben, bitte auf. Ah, hier sind mehrere Tiers. Oh, hier sind ganz viele. Okay, wir haben gerade gespeichert. Schaut euch das an. Die Bestien hinter den roten Wänden. Wir sind erledigt, wenn die freikommen sollten. Achtet darauf, wo ihr hintretet. Ja, okay, wir haben jetzt also gelernt, dass grüne Platten grüne Wände heben und rote Platten rote Wände heben. Hier fallen ganz viele Sachen durch die Gegend in dem Dungeon. So. Übrigens irgendwelche. So. Okay, ich laufe jetzt diesmal an der linken Wand entlang. Ich sitze immer rechts auf, ist aber nicht allzu schlimm. So, ich kann einfach nur eigentlich einen stillen Raum durchmappen. So, und hier ist, wo wir hinwollen. So. Und hier sehen wir jetzt die roten Platten, auf die wir nicht treten wollen. Und hier sehen wir, dass es... Aha. Wir dürfen nicht auf die roten Platten treten. Und wir müssen wahrscheinlich alle grünen aktivieren, um weiterzukommen. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will's wissen. Panti will's wissen. Hier ist der Ausgang. Genau. Wir wollen natürlich, wenn wir schon gegen alle kämpfen, wollen wir sicherstellen, dass wir... Die roten Wände verschwinden und lassen die Bestien frei. Genau das war mein Plan. So, und jetzt ist hier nämlich eine schöne Reihe von Bestien, sodass wir ein bisschen kontrollieren können, wie die uns angreifen. So, ich knall einfach mal drauf. Ja, nice. Also ich habe tatsächlich die in einer Runde besiegen können. So, ich kann hier auch... Nein, das war falsch. Ich kann hier auch eben einfach den hier machen. Und dann, leider ist keiner müde, aber jetzt sind wir in gewisser Weise sicher. Das heißt, wir speichern gerade nochmal. So. Nein. Nicht den hier. Wir wollen ja wieder, falls wir kläglich scheitern, wollen wir nicht, wir wollen ja wieder zurückkommen können. So, was ich vorhabe, ist natürlich, hallo mein Freund, einmal dir bitte heilen, dankeschön. So, jetzt noch die Möglichkeit. Genau, kommt hierher. So. Das ist auch wieder ein einzelner. So, nehmen wir mal her. Und lassen ihn auch den Feuerball machen. Einfach nur, weil der ist schnell. Ne? So, der ist flott, der Freund. So. Sehr schön, das ist in gewisser Weise, was ich gehofft habe. So. Genau, komm her, du Tier. So. Der kleine Freund.
Feuerball und die beiden greifen an. Es geht mir darum, die XP von denen zu farmen. Ne? Das ist, denke ich, offensichtlich genug. So, Feuerball, zack, weg. Ist ja sehr schön. So. Und dann gehen wir her und trinken noch einen blauen Trank. Schön. Vor dem nächsten Kampf. Wir sehen hier hinten, wie der auf uns zuläuft. Das ist der Grund, warum ich ein bisschen hier bin. So, sehr fein. Das hier ist jetzt natürlich, wow, Tier 3, das sind die Starken. Also gehe ich her und fange erstmal ein. Das ist klar. So. Nein, halt. Er möchte ja nicht kämpfen. Also versuchen wir tatsächlich ohne auszukommen. Wie schaut es bei ihm mit dem Fährkampf aus? Das ist natürlich ganz mies, so klar. Okay, gucken wir mal. Sehr schön. Nur teilweise abwehren können, klingt nicht gut. Okay, jetzt müssen wir zunächst einmal hergehen. Ich kann mir nicht leisten, hier mit Zeit zu arbeiten. Weil wenn einer im Kampf stirbt, dann ist er erstmal weg, bis der Kampf zu Ende ist. So, Sira, du gehst her und Don schlingst den, der bei dir steht. So. Und du übst weiter deinen Feuerball auf den eingeschlingten. Gucken wir mal, ob der Don geschlingt wird. Ja, der kann noch an. Teilweise ab, wenn ich habe es jetzt nicht richtig gesehen. Ich glaube tatsächlich, der hat doch nicht angegriffen. Schauen wir mal. So, dann wollen wir noch mal hier die zwei erstmal. So, eigentlich wäre das egal. Dreher könnte den auch trinken. Aber dann nehmen wir den blauen für Dreher. Bitte schön. Zack, einmal voll. So. Sira kann jetzt hier eigentlich mal was Neues ausprobieren. Und zwar haben wir den Zauber. Ach nein, das ist ein Zauber A. Das ist ein Zauber, der Miltas. Ist das ein Zauber, der Miltas lernt? Ich glaube, Dämonen vertreiben ist ein Zauber, den Miltas lernt. Okay. Dann würde ich sagen, geht sie einfach her und greift an. So, Miltas kann das noch nicht. Demnach übt er weiterhin seinen Feuerball. So, vielleicht eher auf den hier, der stärker sein müsste. Genau. Ja, tatsächlich hat das Tier nicht. So, dann drehen wir jetzt mal rum. So, das war doch eigentlich ganz gut. Was haben die denn? Ist immer noch keiner müde. Schade. Hauptmenü speichern. Weiterhin Spielstand 2. So. Sehr schön. Okay, also die Tier 3 sind auch keine so großen Probleme. Gucken wir mal weiter. Das sind natürlich viele, das ist das Problem. Und Schlinge hilft dennoch angreifen. Angreifen. Magischer Gegenstand? Nein, der könnte tatsächlich einen Blitzschlag herbeischwören. Das war gut. Das war sehr gut. So, einer weniger. So, Dreher sollte sich aber heilen. Trinken und so, sie verschlingt den. Na, das ist jetzt eine schwere Entscheidung, weil er ist am schwächsten. So. Probieren wir es mal. Nehmen wir an, oh, Sira ist bewusstlos. Ja, Miltas ist bewusstlos. Okay, wir haben ja gespeichert. Das ist ja sowieso unser Grundsatz. Ich lasse jetzt tatsächlich auch
Mine flüchten. Ja, nein, das wird nichts. Hauptmenü. Spielstand laden. Spiel 2. Okay, das lief nicht so gut. Gucken wir mal. Wir probieren es aber noch weiter. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. So, kann ich warten? Nein, ich kann tatsächlich nur rasten, was natürlich keine gute Idee ist. Das hier ist, ne? Das ist der Weg, wo wir... Hier haben wir das erste Tier besiegt. Ich könnte zurückgehen und alle heilen. Was natürlich schon ein Stückchen ist, abgesehen von davon ist der Rückweg mit Wasserfallen versperrt. Uff. Okay. Also was ich machen kann, ist zwischen zwei Kämpfen ganz schnell ein Menü zu öffnen. Wenn ich also ganz schnell so mache, ist das Spiel pausiert. Und ich kann Zauber wirken zwischen zwei Kämpfen und Leute heilen zum Beispiel. Ich probier's einfach nochmal. Ich laufe selbstverständlich vor. Aber nur bis hierhin, sodass sie nur von vorne kommen können. Weil ansonsten drehe ich mich nämlich rum. Es ist doof, dass man hier nicht einfach angreifen kann. So. Ja, hier steht leider nicht dabei, was Prahlen macht. Das wäre sehr praktisch. Das war ein richtig heftiger Angriff. So. Jetzt teilen wir erstmal Tom trinken. Das hier. So. Probier's nochmal. Der wird jetzt mit Sicherheit Sira wieder angreifen. So. Na komm hier, angreifen. Den da. Du wendest deinen Feuerball auf den an. Ich guck mal eben, ob ich ihn wiederbeleben kann jetzt. Ich glaube nämlich, das geht nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, Trank trinken. Trinken kann ich, genau, ich kann ihn nicht auswählen. Er ist zu sehr verletzt, um etwas trinken zu können. Direkt nach dem, ich schlinge jetzt tatsächlich den hier auch ein, bevor er, umbringt. Ich weiß nicht, was teilweise in dem Moment heißt. Es kann sein, dass die Dornenschlinge nicht ewig anhält. Das schauen wir einfach mal. Ich lasse ihn auch weiter in den Feuerball zaubern tatsächlich. Aber auf den... Ich mache das jetzt absichtlich so, dass ich dann sofort ins Menü kann. So, der kann immer noch. Ich will mal gucken. Ja, der kann auch noch. Der darf auch noch. So. Geht es ja primär darum, auch dass er levelt. So. Jetzt ist er voll. Da kann Paul auch nichts mehr zu tun. Was er machen kann tatsächlich ist die Heilung. Ach nee, guck mal, er kann auch die Heilung nur auf Leute, wenn die auf dem Kampffeld stehen. Das heißt, Sira kann die leichte Heilung anwenden. Zunächst nicht auf sich selbst. Auf Drir. Und dann im Endeffekt nochmal auf Drill. Ich gehe jetzt einfach gerne heile alle auf voll. So dass ich am Ende nur noch Tom heilen muss mit den Tränken. So. Und
das interessiert mich nicht. Ich will hier hin. Dankeschön. So, jetzt kann ich nämlich sagen, trinke den türkisenen Trank bitte, Tom. Und so, ich weiß, dass dem Melter seine Heilung stärker ist und eigentlich auch keine Samenkörner verbraucht. So. Aber Melters würde jetzt Lebensenergie dafür mit. Wobei ich hätte ihm auch den Trank trinken lassen können. So, fast komplett geheilt. Gehen wir in den nächsten Angriff. So. Uff, die sind schon heftig. Kann man schon fast sagen, ich hoffe, dass das der letzte Angriff ist. Und ich hätte zwischendurch vielleicht auch speichern können. Naja. Hashtag Isso. So. Ich kann eigentlich auch mal... Ja, das Prahlen müsste ich nachgucken, was es macht. Das mache ich dann mal zwischen zwei Folgen. So, er greift an. Tom aber nicht klein, das ist jetzt wieder eingeschlingt. So. Hier hätte man jetzt gemerkt, wenn ich den Sonnendolch... Oh ja, doch. Ah, der Sonnendolch kann tatsächlich was. Der ist nicht nur verflucht. Okay. So, jetzt muss sie Melters schützen. So, das ist das Problem. Nee, sie schützt sich selbst, weil nur sie kann Dornenschlinge und Dornenschlinge ist bei den Gegnern, glaube ich, doch eher wichtiger. Tom heilt sich selbst. So, gucken wir mal. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt, das heißt nämlich, dass weder, dass unsere beiden Magieanwender nicht weg sind. Sein bitte verschwinden, dankeschön. So, und jetzt schlingst du den letzten Gegner noch ein. Und dann heilen wir mal wieder. Den blauen trinkt Sira. So, und den türkisenen trinkt Drir. So. Auf geht's. So, und eingeschlingt. Ha! Da kann sie ja jetzt angreifen. Er kann auch angreifen. Weil jetzt brauche ich keine Zauber mehr verbrauchen. So, dann könnt ihr hier oben mithelfen. Also das mit dem die Maus unten dann funktioniert nicht, weil dieses Fenster meine Maus sofort nach oben zieht. So. Dann heilt er doch mal hier. So. Ich höre tatsächlich auch keine Gegner mehr. Was schon mal sehr gut ist. Es kann sein, dass es wirklich der letzte war. Gehen wir mal hier hin, wo wir in Sicherheit sind. Wir können rasten. Sehr schön. Einmal alles aufladen. Hauptmenü, Spielstand speichern, Let's Play 2, falls da doch noch einer kommt. Und weiter geht's. Dann schauen wir mal. So. Drier führt die Mannschaft an, weil er besser sehen kann. Und dann geht's hier. Ja, da kommen noch welche. Okay. Mindestens zwei kommen noch. So. Und nochmal Dreier. Ja. Wir haben aber diesmal wieder gespeichert. Das heißt, da können wir ruhig in das Risiko gehen. Sieht doch vergleichsweise gut aus, muss ich sagen. Das Einzige, was uns limitiert, sind unsere Heiltränke. Aber da können wir auch wieder neue kaufen. Die können wir nicht. Ja, naja, ist halt so. So.
Sira schützt sich selbst. Die beiden greifen den neuen an. So. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Eigentlich vor allem deswegen Mist, weil Dreher halt unser starker Kämpfer ist. Wobei, der kann jetzt nur Tom angreifen oder muss laufen. Der kann jetzt nicht jemand anderen als Tom angreifen. Und eigentlich braucht nur Meltas die Erfahrung. Das heißt, so schlecht ist es gar nicht. Das heißt, der kann jetzt Tom platt machen. Das ist nicht schlimm, dann kriegt Tom keine Erfahrung. Dann ändert sich halt der Gap zwischen meinen Charakteren nicht so stark. Das heißt, ich kann jetzt hier relativ verpassen können. So. Ich lasse jetzt einfach Sira im Nahkampf da drauf kloppen, weil wir haben ja Zeit. Die sind ja bis zum Ende des Kampfes eingesperrt jetzt. So, und damit kann ich jetzt die einfach vorlaufen lassen, weil die anderen ja eh nichts machen können. So. Und auch drauf kloppen lassen. Das ist eigentlich sehr gut für Meltas, ehrlich gesagt, dass wir die Erfahrung kriegen. So. Auf, komm schon. Ja, das ist jetzt ein bisschen zäh. So, da ist er weg. 360 Erfahrungspunkte für jeden. Sira hat ein Level Up, Meltas hat ein Level Up. Und Meltas ist dabei der wichtigere von beiden. Und wir haben wieder ab. Da war nämlich ein. Ich habe diesen Aktiviersound zweimal gehört. Das kann heißen, das kann sein, dass es einfach zweimal der gleiche Gegner aktiviert wurde. Es kann aber auch sein, dass es heißt, dass. Zack. Das zweimal. So, jetzt gehen wir einfach. Ah, ich hätte auch direkt. Das zurückgehen ist halt das Problem, ne? Wir brauchen vier Wasser, um. Entschuldigung, was war dieses Spezial hier nochmal? War das ein Schalter, der hier das angeschaltet hat? Hm. Also, wenn wir zurückgehen, sind hier vier Flammen. Wir sind angegangen in dem Moment, wo wir durch waren. Ich habe nicht mehr vier Wasser. Ich habe eins, zwei. Ich habe hier welche weggeworfen. Ich hätte die gleich nutzen sollen. Einfach. Ich habe auch nur drei gehabt. Das ist eine doofe Situation. Rasten kann ich jetzt nicht, weil wir haben eben gerastet. Ne? Es ist keiner müde. Ich speichere nochmal. Aber hier unter Let's Play 3. Dass wir den Kampf eben auch nochmal wiederholen können, falls wir müssen. Und gehe jetzt nochmal rein. Gehe jetzt einfach her und sage. Ich sage einfach, genau, ich sage einfach. Ich regel das mit Magie. Und zwar, er heilt nochmal Tom. Jetzt hat sie natürlich die kleine Zauberung, die kleine Heilung gemacht, also ziemlich mal mit drauf. So. Und wir wollen das Grün. Ja, ja, ich hab's. Boah, ja, ganz viele. Da leuchtet's auch noch. Da leuchtet's. Ganz viele Tiers. Das ist ein einzelner, zum Glück. So. Dennoch werde ich die Dornschlinge drauf machen, für den Fall, dass der 70 Schaden, das muss ein Critical Hit gewesen sein. Wow, okay. Ja, eigentlich kommt hier gerade keiner. Kann ich auch hier speichern. So, und weiter geht's. Bin
Mit Sicherheit ist noch einer. Der Raum ist so groß, das können doch nicht alle gewesen sein. Bitte leise, weil ich will das Geräusch hören. Nee, tatsächlich, das war's. Jetzt können wir so beherzt über die roten Platten laufen. Wir haben hier vollkommen gelevelt. Ist eigentlich lieber meins, zu sagen, ich level hier. Meltas hat Stufe 10. Das heißt, wir können dann zurückgehen und ein paar Zauber mit ihm lernen. So. Und jetzt haben wir alle Grünen erwischt. Sehr schön. Ja. Das waren die ganzen Gegner. War schon ein harter Kampf. Also, war jetzt nicht Pillepalle, ne? Okay, was haben wir als nächstes? Ein grünes Ding, eine grüne Platte. Das kommt ein bisschen zu suspekt vor. Und hier ist ein rotes mit einer roten Platte. Keine Gegner. Okay, ich schaue erstmal weiter. Okay, jetzt geht es hier noch weiter. Blau. Cyan, blaue Bodenplatten. Dass man die roten mit Gefahr verbinden kann und die grünen eher positive Effekte haben, sollte mittlerweile klar sein. Was mag aber die Farbe blau zu bedeuten haben? Lasst es uns ausprobieren. Ich weiß nicht recht. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Wer weiß, was wir damit wieder auslösen. Nun, interessant wäre es ja schon zu wissen, was passieren würde. Aber wir... Sehr richtig. Haltet euch fest. Gleich bricht das Gebäude über unseren Köpfen zusammen. Diese Bemerkung setzt Dreher einen Fuß auf eine der blauen Platten. Mit einem Krachen verschwindet der Boden in einem großen Teil des Raumes. Die Decke hat sich bereits wieder geschlossen, als alle krachend auf den Boden des darunterliegenden Stockwerks landen. Dreher, du wirst uns noch alle umbringen! Verdammt, lass deine vorliegenden Finger weg von irgendwelchen Schaltern, bevor wir alle einverstanden sind. Au, verflucht, das hat wehgetan. Ja, ihr mögt ja recht haben, aber ich werde versuchen, mich zusammenzureißen. Bevor er mich auffresst, lasst uns herausfinden, wo wir hier gelandet sind. Ja. Ganz ehrlich, ich will jetzt doch nochmal... Wir wissen jetzt, dass wir hier alle Tiers besiegt haben. Da waren ja nochmal die zwei Platten vorher. Die will ich jetzt nicht verpasst haben. Ich weiß nicht, ob wir wieder zurückkommen dahin. So einfach. Deswegen... möchte ich quasi nochmal die Gefahr und Gutes, die draußen war, ausprobieren. So. Übersichtsgrade? Ah ja, okay, das ist der Raum hier. Das ist einfach die Wand. So. Und zwar, bevor wir jetzt... Ich wollte einfach erstmal weiter erkunden. Gehen wir natürlich erstmal dann Richtung Gut. Also wir werden jetzt hier antrainiert auf grüne Platten sind gut, rote Platten sind schlecht. Und wir kriegen hier einen Ring mit einer Goldeinlage. Und einen Silberring. Und selbstverständlich speichern wir jetzt nochmal. So, weil die könnten ja verflucht sein. So. Sieht gut aus bei beiden. Und Sira sieht tatsächlich auch als Empfängerin für die Ringe gut aus, da sie die niedrigste Dings hat. So, wir haben gespeichert. Natürlich will ich auch das Schlechte hier. Hier ist jetzt bestimmt ein verfluchter Gegenstand drin. So, schauen wir mal. Die Truhe muss man aufschließen. So. Und da ist ein blauer Dolch drin, der mit Sicherheit. Eine kleine Axt, die natürlich verdammt schwer ist. So. Wie schwer sie ist? 3 Kilo. Könnte keiner mehr tragen, oder? Doch, Dreher kann noch. Und das Ding mit 1,8 Kilo. Ist, glaube ich, auch für Dreher zu schwer, ne? Ja. Satzira 16 von 20. Oh,
einiges an Gewicht verloren. Ach, das sind die ganzen Tränke, genau. Okay, also ich nehme an, dass der blaue Dolch... Dass der blaue Dolch... keine gute Idee ist. Also, einfachste Variante ist speichern und dann anlegen. Und jawohl, der Dolch erschwert Toms Zugang zur Magie. Das ist nicht allzu schlimm, weil Tom hat ja keinen Zugang zur Magie. Der einzige Nachteil ist, dadurch, dass er verflucht ist, können wir ihn jetzt nicht mehr ablegen. Aber Tom hat trotzdem einen Schaden von 16 anstatt 9. Also, es ist eigentlich ein Vorteil, weil magisches Talent hat Tom eh nicht. Passt also. Okay. So. Dann können wir jetzt, bevor wir in den Raum gehen, nochmal speichern. Jetzt können wir den Hauptspielstand nehmen, weil ich glaube, wir verbleiben so. Und jetzt nochmal dieses Gespräch hier. Und dann sind wir ein Stockwerk tiefer. Diesmal aber mit Tom hat eine bessere Waffe und Sira hat ein bisschen bessere Verteidigung. Und dabei würde ich es für diese Woche belassen. Und ich mache jetzt eine kurze Pause, um noch was zu trinken. Das habe ich mich jetzt noch nicht gemacht. Wir nehmen dann weiter auf und wir sehen uns dann nächste Woche. Also dann, ciao, miau.